Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Sowas von da. Nach dem gleichnamigen Roman von Tino Hanekamp aus dem Jahr 2012 kommt am 25.01. oder wenn ihr das jetzt hört, kam am 25.01. durch den Universum Filmverleih in unsere Heimkinos. Der Tino Hanekamp, das ist ein Journalist und ehemaliger oder aktueller Clubbegründer und Besitzer in Hamburg, der so prominente Clubs wie die Weltbühne mit besaß und heute in ebenfalls prominenten Club Übel und Gefährlich. Und er ist nun auch unter die Schriftsteller gegangen vor ein paar Jahren und hat einen relativ autobiografisch angehauchten Roman verfasst. Wahrscheinlich, ich habe nicht gelesen, aber wenn man den Film so sieht, mit vielen Parallelen zu seinem Leben. Jetzt, ein paar Jahre später, hat unter der Regie von Jakob Laas, der vor kurzem noch Tiger Girl inszeniert hat, die Verfilmung des Buches stattgefunden, dessen Geschichte relativ schnell erzählt ist. Es geht also um ein paar Mitzwanziger, angeführt von Oscar, die zusammen einen Club seit 2 Jahren am Leben halten, vor allen Dingen Elektromusik und dort das Motto des Films und des Buches leben, nämlich lebe den Moment. Was später ist, ist alles egal, das hier und jetzt zählt. Und leider muss man sagen, für die Gruppe ist das letzte Mal, dass der Club eine Party ausrichten wird, denn er schließt. Denn wie es so oft ist in deutschen Großstädten, Immobilienhaie haben was anderes vor mit der wertvollen Fläche in der Stadt und das Ding soll dem Boden gleich gemacht werden, damit da was Größeres entsteht, was sich besser vermarkten lässt. Naja, die letzte Party soll dick und fett zelebriert werden und es gibt aber ein paar Nebenstörgeräusche, denn zum einen hat der Oscar irgendwann mal mit Kiezkalle, das ist so ein richtig klassischer Lude, sich mal Geld gepumpt und eigentlich hat er das schon wieder zurückgezahlt, aber wie es so oft ist, wo es einmal anfängt, hört's selten auf und der steht früh mit ein paar Gorillas im Schlepptau bei ihm in der Wohnung und sagt halt, heute Abend sind's nochmal 10.000 und da Oscar den Entschluss gefasst hat, nach der großen letzten Party abzuhauen, die Stadt hinter sich zu lassen, nimmt er das gar nicht so ernst. Gleichzeitig versucht er schon, das Geld irgendwie aufzutreiben mit dieser Party. Dann haben wir noch eine Innensenatorin, die Mutter ist des besten Kumpels, der live mit seiner Band bei der Party spielt. Und als wunderbar schöne Konstellation der Vater dieses Bandleaders, gespielt von Bela B., ist hier Elvis genannt, ist ein ziemlich abgehalfterter Rockstar, der auch nicht mehr ganz so bei klarem Verstand ist, der aber auch in dem Club auftaucht und da kommt es halt so ein paar Verwicklungen. Dann taucht auch noch seine ehemalige Hübsche, die Mathilda, auf, bringt vieles durcheinander. Dazwischen wird natürlich ultra viel gesoffen und noch mehr an Pillen und allen möglichen Drogen konsumiert, wie es wohl, ich bin in der Szene eher nicht tätig und zugange, relativ üblich ist, habe ich mir auch sagen lassen, mit eher Kennern, mit denen ich den Film geschaut habe. Und ja, was will der Film, der natürlich immer zu pulsierender Musik, schnell geschnitten mit farbrauschenden Bildern uns sagen? Halt genau das, was ich vorhin schon zusammengefasst habe, dass es hier und jetzt zählt, wie es in der Szene so üblich ist, dass man sich lösen soll, sich fallen lassen soll und einfach den Moment genießen. Jetzt muss ich wieder ehrlich gestehen, bin ich nicht so derjenige dazu, der da bereit ist, weil ich gerne meine Kontrolle für mich behalte. Deswegen kann ich das nur bedingt nachvollziehen, wie man daran seine Freude haben kann. Aber wer sich in diesen Kreisen bewegt, für den ist diese Mischung aus Punk und Elektro durchaus zu empfehlen. Obwohl ich sagen muss, das, was ich an Punk und an Elektro gehört habe, fand ich jetzt beides nicht so toll. Selbst das von Bela B. dargebotene der Tintenfischmann, jeder fasst jeden an, sollte wahrscheinlich auch eher etwas lustig sein. Vielleicht auch ein wenig unrealistisch, das ist bei so einer Party immer schön im Wechsel zwischen Live-Punk-Musik und DJ-Elektromusik. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die unterschiedlichen Szenen das so zulassen und nicht negativ quittieren. Es ist vor allen Dingen ein Film, der natürlich wieder mal an eine Zielgruppe gerichtet ist und die dürfte sich da sehr gut aufgehoben fühlen. Mir fehlt eine Menge an Story, auch die Figuren sind jetzt nicht so, dass ich halt allzu gut mit denen nachfühlen kann, deswegen lässt es einen oder mich besser gesagt ein bisschen kalt, vieles wirkt etwas klischeehaft, zum Beispiel auch der Kiezkalle, der Zuhälter, obwohl das schon wieder nicht klischeehaft ist, weil der von einem ehemaligen, nämlich Kalle Schwensen, gespielt wird, der jetzt auch so ein bisschen in das Schauspielbusiness einsteigt oder Vermarktung, der ehemalige Manager von Tic-Tac-Toe, damit ging es los und aber früher halt Rotlichtmilieugröße, wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, halt eher wie es in 80er Jahren so aussah, aber er trägt wohl auch seine Ray-Ban-Sonnenbrille
des Nachtens und setzt die nie ab, selbst damals, als er mal angeschossen wurde, mehrfach auch im Krankenwagen, immer die Brille auf. Also einerseits wirkt es sehr klischeehaft, aber andererseits entstehen ja Klischees auch immer aus wahren Kernen. Wer also sich vor allen Dingen für diese elektronische Musik interessiert, bisschen was mit Hamburg anfangen kann und vielleicht auch mit dem sehr viel gelesenen Roman von Tino Hanekamp, für den ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Sowas von da.